So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Dungeon Defenders. Bevor es aber hier jetzt großartig weitergeht mit der fünften Stage, möchte ich hier noch kurz etwas anmerken. Und zwar wurde ich nochmal gefragt, ob ich hier mit Modsachen spiele. Und da ich es im ersten Mal schon erwähnt habe, werde ich es noch einmal erwähnen. Ja, ich spiele das Ganze hier mit Modsachen, sonst hätte ich jetzt nicht, glaube ich, ja okay, war doch I, nicht solche relativen Werte hier und ich weiß nicht, euch gibt es aber wirklich so Sachen, die solch Wert haben können. Ich weiß es gerade wirklich nicht komplett auswendig. Muss ich dann wiederum zugeben. Aber wie gesagt, ja, ich spiele hier mit Mod-Sachen. Das liegt aber auch daran, dass ich die nur per Zufall gefunden hatte irgendwann mal und habe seitdem halt meine ganzen Charakter mit Mod-Sachen ausgerüstet. Und ich bin, glaube ich, auch zu faul, was ich sage, ich mache mir einen Charakter ohne Mod-Sachen, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Ja, schieß ruhig, bist ein kleiner Mini-Affe da. Der frisst die Bananenschalen auf, ne? Na ja, gut. Jedenfalls, ich wollte es jetzt nochmal gesagt haben. Ich spiele, wie gesagt, jetzt zum dritten Mal. Jetzt, hoffentlich. Dann ist es auch hoffentlich gegessen. Mit Mod-Sachen, akzeptiert das bitte. Wenn nicht, dann weiß auch nicht, was ihr damit für Probleme habt. Es gibt Leute, die spielen halt wirklich online mit Mod-Sachen, weil sie anderen Leuten damit auch helfen. Und, wie gesagt, nur ein paar. Das Ding hier habe ich noch nicht geschafft mit den ganzen Mod-Sachen. Das ist einfach extrem krass. Ich kann euch das mal gerne zeigen auf Nightmare, aber ich werde das nicht schaffen. Und jedenfalls mache ich es mal weiter, bevor wir uns jetzt ewig noch aufhalten an der ganzen Sache. Denn wir wollen ja auch mal weiterkommen. So, das Dienerquartier, okay. Ja. Doch, stimmt, da war ich dann eng geblieben. Mal gucken, ob jetzt die Cutscene kam oder ob die erst immer am Ende von dem vierten kam. Aber ich glaube, die kam am Ende vierten. Genau, da haben wir sie. Die Dienerquartiere. Die erste Stage mit zwei Kristallen. Deswegen habe ich auch in den letzten Parten die Beschreibung geschrieben, dass wir jetzt so gesehen am Ende vom ersten Akt angekommen sind von Dungeon Defenders. Für mich sind das so gesehen halt Akte. Hier ist mein neuer Kristall dazu konfekt, mich persönlich halt ein neuer an. Je nachdem, wie man das halt sehen möchte, ne? So, oh, wir kriegen 70 Mana hier raus. Das ist doch nicht so wenig, wie ich es erwartet habe. Dann öffnen wir jetzt erstmal die ganzen Truhen wieder. Denn das ist unser immer Anfangsziel. Ich muss mal kurz Map öffnen, okay. Hier wollen wir noch die Truhe haben. Also ich bin mal gespannt, muss ich euch zugeben, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Also ich habe da schon eine kleine dumme Taktik, muss ich schon ganz ehrlich zugeben, für die Stage hier. Und ob die funktioniert, ist was anderes. Und das werden wir jetzt mal versuchen rauszufinden. Also ich kann zumindest eine hier aufstellen, aber ich glaube, nee. Da muss ich mich auf eine Seite erstmal konzentrieren bei der Verteidigung. Ich würde sagen, dass man mal hier... Zack. So, dann haben wir das hier verteidigt. Mal gucken, hier müssen wir was hin. Moment, es war die 8. Ich spiele jetzt ganz über meine Maus mit den ganzen Sachen, weil ich habe hier so eine Maus mit der Seite, die ganzen Zahlen dran. Und aufgrund dessen muss ich gerade gucken, wo meine Maus die 8 war. Ganz für den Moment. So, dann hier die Harpune noch. Ich hoffe, die Spinnen machen wir das jetzt nicht alles hier rüber. So, und dann starten wir doch mal. So. Ja, ja, Scharken has arrived. Der Scharken kann meinem Scharken lecken und so, weißt du. Da, ba, ba, da, da, ba, 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 bam. Jetzt gibt es noch ein bisschen mehr Geschnetzel hier. Hi, Ogre. Moment, habe ich schon was gesehen? Achso. Oh, da kommen wir jetzt noch hinten. Da ist so ein Spider. Ja, ein Ogre has arrived. Und oh Gott, wo ist der gespawnt? Da hinten. Oh, das ging aber in der Buhne eigentlich hin. Oh, der ist schon tot. Was? Der ist schon tot? Wie? Haben die durch die Wände geschossen oder was? Ich glaube, die haben durch die Wände geschossen. Jemand lebt noch. Ich glaube, das ist eine Spinne. Gucken wir mal nach. Jo, es war natürlich eine Spinne. Ein Ding, was natürlich ich bestimmt verteidigen kann gegen mit meinen Buhnen. So. Dann haben wir das schon mal. Das läuft doch soweit schon mal. Jetzt müssen wir bloß noch mal gucken, dass die Harpunen so verteidigt werden. Dafür nehmen wir den Summoner, würde ich sagen. Der Summoner ist ja wirklich verdammt praktisch. Also muss ich echt zugeben für den Nightmare. Weil einfach die Spinnen euch dann einfach mal so gesehen am Arsch stecken können. Oh, ich habe gerade ungewollt was eingesetzt. Also muss ich wirklich sagen, die Spinnen können euch dann mal kreuzweise, weil die können eure die Verteidigung nicht mehr zerstören, weil ihr könnt einfach dann hingehen und noch Verarschungen zusätzlich hinstellen und die verteidigen dann einfach mal eure ganzen Türme. Und das finde ich einfach genial.
So. Ich komme hier gerade durch. Lass mich doch mal. Danke! Ich vergesse eigentlich schon, wie mein Face of. Danke, ich wollte es nicht machen. Ich wollte gerade sagen, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich mein Face of Overlord habe. Ich kann mich doch verteidigen. Überall was hin platzieren. Ohne zu laufen. So, das wollen wir doch mal tun. Dann wollen wir hier runter porten. Und ich würde sagen, wir bauen hier einen Archer-Minion hin. Ein Arschloch-Minion, weißt du, das ist der Arsch vom Arsch der Welt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so rechtzeitig. Nein. Puh. Okay, hat doch noch funktioniert irgendwie. Chinis! Oh nein, hört auf! Schneller, mach doch beide! Ich krieg gerade Paras. Ich hab. Gut, dass ich die aufgestellt habe. Hey. Huch! Ach, hey! Der ist ja winzig. Der ist klein! So, sind doch gleich meine Killeraffen hier. So. Die Bunde konnte schon gar was verteidigen, na jo. So, machen wir hier das hin. Boah, den Bäumen kann ich, denke ich, wieder weg, oder? Ne, den lassen wir mal da. Den lasse ich mal noch da, den Bäumen. Der Grund, warum ich übrigens das Ding hingebaut ist, es ist so OP hier. Ich könnte auch theoretisch da, wo die Truhe ungefähr, hier, wo die Harpune ungefähr ist, noch das hinsetzen, das wird hier das so runterregnen an Steine, das ist unglaublich. Das ist ein Massaker an Steine. Ein reines Massaker. Oder? Ja doch, komm, setz mal den Typen mal dahin. Dann setze ich den Warrior Minion Wonders da mal hin, denke ich. Ich setze ihn dann an einen den Kristallen einfach so ran. Komm mal her, du machst. Oh, defensive. Ach, falsche Richtung. Move defensive. Hier. Yeah. Dann würde ich sagen, ich baue einfach da oben noch was hin zur Verteidigung. Ja, gib mal Mana jetzt. Mana, bitte? Danke. Den Ogre würde ich ja nicht hinbauen unbedingt, weil Ogre können sich hier an der Stelle jetzt sehr schlecht bewegen. Deswegen baue ich hier mal Warrior Minion hin. Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte eigentlich weg für Stumme fehlen, aber nö. Ja, die Killeraffen schießen schon wieder rum. Was? Wieder wird angegriffen. Du wurde angegriffen. Boots, Batz, Keule, Schwinger. Aber ihr seht schon, ich hab. Oh! Da hinten. Ich muss gerade sagen, ich bin gerade auch ein bisschen überrascht. Kleiner Schock und so weiter, ne? So, Mage Minion. Dass der auch mal gebaut wurde, ihr Manges Kine. Gucken wir mal, da oben läuft eigentlich mal so weit. Jo, da oben läuft's. Hier unten läuft's eigentlich so weit auch mit meiner ganzen Art. Die ballern die Typen fort wie Sau. So, der Mage Minion, der bleibt defensiv gestellt. Der. Autsch. Heal mich. Oder auch nett. Kann ich damit leben, Mage Minion? Ich weiß ja, dass du mich gern hast. Nur einmal, dass sie auch gebaut wurden. Die Spider-Minions. Hui! Kleine Spiderlein. Ich mag die Spider-Minions. Die sind cool. Ich weiß, ob ich das schon erwähnt habe. Wenn die Spider-Minions einen Gegner mit ihrem Netz erwischen, dann machen die anderen Angriffe. Ich glaube, das Doppelte war das an Schaden an den getroffenen Zielen. Und das ist schon ganz praktisch. So. Machen wir mal so und drücken G. Und Face of Overlord. Gucken wir uns das Ganze an. Ja, ihr seht jedenfalls, trotz ganzen Mod-Sache habe ich ein paar manchmal Probleme hier. Huh! Der ist durchgelaufen. Okay, Schaden sind da relativ schnell. Die können sich manchmal so irgendwo durchschieben. Deswegen habe ich meistens auch immer ein Mage-Minion und so an der Stelle, wo jetzt meine Maus hier ist, die sollte man ja eigentlich sehen, hoffentlich. Wenn nicht, dann weiß ich, was hier los ist. Habe ich immer noch da ein Archer-Minion rumstehen, dass die einfach nochmal auch gegen Fernkämpfer was machen können. Wo kam die Spinne her?
Die Garten sah immer so aus, als wenn sie so, wow, Chuck Norris Style-mäßig oder so. In der Art. So, wall durch die Wand und so, Alter. Oh, da haben einen goldenen Gegner durch so ein Genie. Das ist geil. Ihr seht jetzt, hier sind welche das beste Beispiel. Die Spider machen keine Schade gegen den Typen, weil die Giftresistenz haben. Cool, wir sehen mal so einen Goldtypen hier. Ich zeige mir ran. So. Das sind so, ja, die Gold, zu Gold-Weiß-mäßig. Hier sind sogar zwei sogar. Was? Illegal! Hört auf, den Kasane zu greifen. Ein Old Grass Arrive und der ist so klein. Der hat etwa wirklich viel Leben. Wobei, ja doch, es gibt solche kleinen, ja auch normal Standardgegner. Also es gibt Stages. Also ich kenne jetzt zumindest eine, die, da gibt es Ogre als Standardgegner. Ich glaube, könnt ihr euch echt glauben, es gibt Ogre als Standardgegner. Die sind dann auch relativ so klein. Oh man, sind die klein. Okay, also ich wollte mal hier sagen, um den Kristall, die oben, die ist gut verteidigt, die unten erwarten ein paar Probleme. Und das Ganze müssen wir jetzt versuchen, mal vorzubeugen. Hier, du gehst dahin. Das Gute ist halt, hier kommen die nicht durch wegen den Kisten. Gut, verkauft die den Spider mal weiter, bringt uns hier nichts. Der macht einfach, wenn ihr die ganzen Gifttypen bekommt, man, die halt einfach gar nichts. Also, wirst du jetzt mal auf Stufe doch was hochgebracht? Check, Stufe 4. Was hast du denn für einen Schaden, war das bist du gerade? Mehr als genug und auf viel, viel Leben. Also tankmäßig sind die Ogre hier eigentlich wirklich die stärksten Einheiten, muss ich wirklich sagen. Boots. Batz. Bang. Und Kabusch. Bam. Noch mehr Prügel. Und hier unten seht ihr dieses Steinmassaker hier. Und das musst du durch eins. Hier unten kommst du gar nichts mehr, wie die Situation. Siehst du das ist krank. Das ist krank. An so Stellen sind die Dinge einfach nur krank, wo die sich dann vor allem noch stapeln können. Extrem. Und dann. Seht ihr das? Das ist asozial. Vor allem macht jeder dieser Steine so viel Schaden. Na, der macht? Ja, 117.000. Das ist asozial. Die machen einfach relativ viel DPS, auch wenn man es halt glauben mag. Genauso die Harpoon. Die machen hier 127.000. Wenn wie schnell die hier schießen, das ist einfach unglaublicher DPS, der am Ende da rauskommen kann. Ich sehe gerade, wir sind in der letzten Welle. Das heißt, wir sind schon wieder fast am Ende dieses Parts. Da, die Mage, steht ja das, da, Skelette. Bewegt mal schön sie ihre Skelette davor. Und ja, wenn die wieder sterben, sollte die Skelette, dann bewegen die halt so, zack. Aber immer laufen sie halt einfach weiter da vorne und da macht's putz! Aufgespießt. Boah, wie die Ogre die ganze Zeit. Hier unten ist noch einer oben. Oh nein, der prügelt auf meinen Ogre hier unten ein. Oh, und unten, also, oh, Achtung, das kommt jetzt mal der Ogre hier unten. Blablabla. Tot. Alter, wie der dahinter schon will, ne? Das guckst du mal an. Spring doch einfach da, Nuff. Ich weiß, du kannst es. Geht doch. Hui. Warte mal. Wenn ich ihn jetzt auf Angriffsmodus stellen, müsste er doch theoretisch ihn angreifen, oder? Hallo. Da geht er hin. Batz! Weggeschlitzt! So, und damit haben wir auch diese Stage hier geschafft. Ich schaffe zwar jetzt ein bisschen Panik ab, gebe ich ganz ehrlich zu, aber... shit happens. So, das war's nicht was für diesen Part heute. Und ich sag's noch einmal jetzt am Ende des Parts. Ja, es wird mit Mod-Sachen gespielt. Man hat's hier gesehen und trotz Mod-Sachen habe ich hier das Problem gehabt. Ich habe auch ein bisschen die falschen Einheiten hier positioniert. Ich hätte hier anstatt ein Ogre etwas anderes hinstellen sollen. Und weil der weiter Rüder, der konnte einfach durchlaufen, der Scharken. Na gut, ich habe hier auch lange diese Stage gespielt. Ich habe die Stage meist selten gespielt, weil ich jetzt nicht so ein Fan von der Stage hier bin. Hier kann man zwar schön mit den, ihr habt's gesehen. Hier, an der Stelle. Aber, naja. So. Ich würde was zu der Ausrüstung übrigens sagen, wenn ihr jetzt ohne Mod-Sachen spielt. Bei der Ausrüstung, die wird euch manchmal angezeigt. Aber nee, das aber beim nächsten Part. Habe ich bis zum nächsten Part zum Reden, würde ich sagen. Das machen wir dann beim nächsten Part, okay? Also bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Ciao.